So, jetzt wollen wir mal reinschauen, wie funktionieren Hochschulkooperationen, weil Forschungsförderung funktioniert ja sehr häufig auch über Hochschulen. Wir haben hier zwei sehr kraftvolle Hochschulen in dieser Stadt, in dieser Region, und dazu möchte ich jetzt mit nach vorne bitten den Herrn Professor Suchand, Vizepräsident für die Forschung und Lehre an der THI. Der hat sich ganz nach hinten gesetzt. Bitte kommen Sie nach vorne. Und noch Professor Jens Hochgräve, auch Vizepräsident für Forschung und wissenschaftlichen Nachwuchs an der KU Eichstätt-Ingolstadt. Als allererstes würde man ganz gerne noch mal Ihre beiden Hochschulen kennenlernen, was Sie konkret einerseits lehren, aber andererseits natürlich auch in Zusammenarbeit mit Unternehmen anbieten. Herr Professor. Jens Hochgräve von der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt, ja mit den beiden Standorten, einmal hier in Ingolstadt mit der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät, aber was viele auch nicht wissen, einer starken Psychologie hier am Standort, und wir bauen gerade die Mathematik sehr stark aus mit einem KI- und Machine Learning-Zentrum, unter anderem durch die große Unterstützung der Stadt Ingolstadt. Was machen wir als Universität, als Hochschule in der Region? Jetzt haben wir einen starken Fokus in den Geistes-, Gesellschafts-, Sozial-, aber auch in den Wirtschaftswissenschaften, in der Mathematik, und kooperieren wir in verschiedenen Bereichen mit der Praxis in der Region, aber auch über die Region hinaus. Wir haben Kollegen Habisch heute hier, der sehr stark in Projekten mit einem ethischen Fokus, aber auch einem Fokus in CSR und die Fragen solcher Bewertungen, Sozialinnovationen sich beschäftigt. Unsere Mathematiker arbeiten an Algorithmen, die sie dann später in Dienstleistungen überführen können, Dienstleistungssysteme. An der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät arbeiten wir an Logistiksystemen mit den Unternehmen in der Region, aber auch an den Fragen von produktbegleitenden Dienstleistungen. Wir hatten ja gerade das Thema, sind auch Dienstleistungsinnovationen in der Förderung des Bundes. Es gibt große Programme im Rahmen der Hightech-Industrie, wo es Hightech-Initiative des BMBF, wo es ganz besonders darum geht, ja, hybride Lösungen zu finden, weil am Ende geht es ja darum, Lösungen für Ihre Kunden zu finden, Lösungen für den Endkonsumenten zu finden, und häufig geht das ja gar nicht ohne Dienstleistungen und weiche Faktoren auch, die dann kombiniert werden mit den technologischen Innovationen, die wir hier vor Ort ja auch finden. Genau, das vielleicht zum Einstieg. Vielen Dank dafür. So zur Technischen Hochschule, da sagt der Name Technik schon, um was es geht, aber ich glaube, Sie machen auch ein bisschen mehr. Ja, Thomas Suchand, mein Name. Zur Technischen Hochschule, für diejenigen, die es noch nicht kennen: wir sehen uns als Hochschule für Technik und Wirtschaft, wobei der Schwerpunkt deutlich bei der Technik liegt. Also ja, 2/3 bis 3/4 ist Technik, dann noch eben ein knappes Drittel die Wirtschaft bei uns. Wir haben 5 Fakultäten, 4 Fakultäten davon sind technische Fakultäten mit Informatik, Elektrotechnik, dem klassischen Maschinenbau, Wirtschaftsingenieurwesen. Das beschreibt dann auch schon auch die Forschungsbereiche, die wir da so im Schwerpunkt bedienen. Stark natürlich in der Automobilforschung, Stichwort autonomes Fahren, Fahrzeugsicherheit, wo wir sehr intensiv zusammenarbeiten mit den Industrien vor Ort, den großen Unternehmen ganz klar, aber auch viele KMUs, die eben Komponenten zuliefern in die Automobilindustrie. Was vielleicht nicht so ganz im Fokus ist bei uns: wir haben ein großes Forschungsinstitut, das sogar eigentlich das älteste bei uns ist, das sich mit den erneuerbaren Energien beschäftigt, mit Photovoltaik, mit Solarthermie, mit Windkraft, mit den Netzen. Und wir haben auch Forschung ja in den allgemeinen Maschinenbaubereichen, beispielsweise in der Werkstoffkunde haben wir einen Kollegen, der da sehr, sehr aktiv ist und viel macht. Also ein sehr breites Spektrum, das sich eigentlich so über die meisten technischen Gebiete hinzieht. Was wir bis jetzt nicht haben, muss man auch mal sagen, was man nicht macht, ist Bauwesen, Architektur bis jetzt. Das wird in Zukunft dazukommen. Da bauen wir eine neue Fakultät in Neuburg an der Donau auf. Ja, und ein großer Schwerpunkt bei uns natürlich jetzt momentan die künstliche Intelligenz, wo wir gerade auch massiv hier aufbauen. Ja, vielen Dank. Herr Suchand, Herr Hochgräve, wie funktioniert es jetzt mit der Zusammenarbeit mit der Hochschule? Wie kommt man zu Ihnen? Kann man bei Ihnen anklopfen und sagen, ich habe ein Projekt? Wie funktioniert das?
Ja, anklopfen ist immer gut, am besten beim direkten Kollegen, bei der Kollegin, die man vielleicht kennt aus den entsprechenden Fachdisziplinen. Anklopfen können Sie auch immer bei den zuständigen Vizepräsidenten, oder diejenigen, die eben für den Transfer zuständig sind. Sie haben auch einen kleinen Flyer bekommen, wo Sie unterschiedliche Adressen finden, aber die häufigsten Anbahnungen geschehen bei uns in der Regel auf den Lehrstühlen oder Professorinnen und Professoren-Ebenen, weil man dann direkt in den fachlichen Austausch gehen kann. Aber genauso gut gibt es bei uns eine zentrale Stelle für Forschungsförderung, heißt es bei uns, die dann direkt die Partner matcht oder identifiziert. Ja, Mensch, das könnte vielleicht zu dir oder zu einem anderen Kollegin, zu einem Kollegen passen. Mhm. Ja, das müsste ich jetzt wortwörtlich wiederholen. Das ist bei uns natürlich genauso. Also wenn man den Kollegen kennt an der Hochschule, ist natürlich immer am besten, den anzusprechen. Ansonsten, wenn Sie dann einen Partner suchen und nicht wissen, wen Sie ansprechen sollen, auch gerne über mich. Sie können mich kontaktieren. Wir haben 140 Professorinnen, Professoren bei uns an der Hochschule. Wir decken da ein sehr, sehr weites Spektrum ab und ich würde den Kontakt dann einfach weitergeben zu dem jeweiligen Kollegen. Vielleicht auch noch, wie kann man sowas anbahnen? Ich habe so die Erfahrung, viele Unternehmen haben so die Befürchtung, dass es immer gleich um große Forschungsvorhaben geht, über 3 Jahre, wo dann jemand promoviert, da redet man gleich über ein paar hunderttausend Euro. Ist uns natürlich auch recht, machen wir gerne mit Industriepartnern, keine Frage, aber man kann auch deutlich kleinteiliger anfangen. Das geht bei studentischen Projekten los, wo man mal irgendeine Projektidee evaluieren kann, mal gucken kann, ob es da überhaupt eine Möglichkeit gibt, weiterzukommen. Über kleine Projekte, über Gutachten oder kleinere Studien bis dann eben hin zu den großen Forschungsprojekten, wo dann auch Mitarbeiter eben drauf dann eben auch ihre Promotion anfertigen wollen. Jetzt gleich an Sie eine Frage, die auch schon gestellt wurde. In der Technik werden natürlich auch oft Patente oder andere Schutzrechte entwickelt. Wie gehen Sie denn damit um? Wie wird denn das gelöst, wenn man mit Unternehmen zusammenarbeitet? Oder beziehungsweise ein Unternehmen Sie beauftragt? Also wenn wir einen Auftrag von einem Industrieunternehmen bekommen, dann ist der Normalfall der, dass das Patent dann auch natürlich bei dem Unternehmen bleibt. Das ist eigentlich auch selbstverständlich. Wenn das Unternehmen Geld verzahlt für die Forschung, möchte es natürlich auch alleine die Patente dann nutzen. Eine andere Frage ist es, wenn man in Forschungsprojekte geht, wir haben auch eine Reihe Forschungsprojekte, die öffentlich gefördert sind und wo Industriepartner beteiligt sind und noch eine Beteiligung zuschießen, da muss man das halt dann nochmal explizit in einem Vertrag klären. Hat ja dann das Unternehmen auch an dem Forschungsprojekt nicht alles bezahlt, sondern eben nur einen Anteil und dann meistens den kleineren Anteil. Der größere Anteil ist dann die staatliche Förderung und da gibt es dann meistens so Regelungen, dass es das Unternehmen nutzen kann, kostenfrei das Patent, dass es aber jetzt nicht per se dem Unternehmen komplett gehört. Okay, jetzt viele Unternehmer oder auch andere Stakeholder sagen ja sehr häufig, dass Universitäten, Hochschulen gewissermaßen im Elfenbeinturm forschen und oft an der Realität vorbei sind. Die Frage jetzt mal an Herrn Hochgräfe, wie schätzen Sie denn das ein? Ja? Ja, wir sind der Elfenbeinturm. Also vollkommen richtig, dieser Eindruck mag sich manchmal geben, wenn Wissenschaftler eigenartige Sprache oder unverständlich mit der Praxis reden. Aber ich denke, gerade hier in der Region haben wir über die letzten Jahre auch ein ganz spannendes gemeinsames Programm mit dem Programm der Innovativen Hochschule aufgebaut, wo es genau darum geht, stärker miteinander ins Gespräch zu kommen und zu reden. Jetzt komme ich selbst von einer wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät. Die Kollegen in Eichstätt würden sagen, naja, also der forscht ja gar nicht richtig, weil das ist zu sehr an der Praxis dran oder zu praxisorientiert. Ich denke, wir haben eine gute Mischung an den Hochschulen und Universitäten und wir brauchen ja auch beides. Wir brauchen auf der einen Seite eine gute Grundlagenforschung, dass wir Mathematik verstehen, Algorithmen verstehen, aber das Ganze ist sinnlos, wenn es nicht in die Anwendung kommt, weil am Ende muss auch die Forschung wieder finanziert werden und das liegt bei uns allen bei Ihnen. Also wir müssen raus aus dem Elfenbeinturm, ganz klar. Dazu gehört aber auch eine Diskussion, die wir in Projekten häufiger führen, dass wir auch Forschungsergebnisse natürlich publizieren müssen in irgendeiner Art und werden wir gleich auch noch diskutieren. Gerade kam ja auch die Frage aus dem Publikum, was passiert dann mit solchen Daten, mit den Ergebnissen, die wir gestalten. Und auch da muss man früh ins Gespräch kommen in solchen Kooperationsprojekten.
Projekten, weil was ist immer so die Motivation des Wissenschaftlers, ist natürlich auch, nach draußen gehen zu können, natürlich in anonymer Form, ohne den Partner zu nennen, aber auch seine Ergebnisse zu teilen. Ja, dann freuen wir uns als Forscher, wenn die Kolleginnen und Kollegen zumindest den Artikel gelesen haben. Also ja, wir als Universität wollen ganz stark aus den Elfenbeinturm heraus und würde eigentlich sagen, selbst als Geistes- und Gesellschaftswissenschaftliche Fakultät stecken wir gar nicht so sehr in dem Elfenbeinturm drin, weil gerade auch unsere Strategie es ist, stark in den Transfer zu gehen und mit der Region und den Unternehmen oder den Einrichtungen, auch öffentlichen Einrichtungen, zu arbeiten. Jetzt haben wir hier zwei. Gehen wir gleich weiter an den Herrn Suchan. Sie sind ja beide sehr stark als Hochschulen und Universität hier präsent. Gibt es die Möglichkeit, auch die Dinge zu kombinieren, also letztendlich auch in der Kooperation mit Ihnen zu arbeiten, weil Sie eben auch so unterschiedliche Schwerpunkte haben? Ist das möglich? Haben Sie das auch schon getan? Möglich ist es natürlich. Wir, glaube ich, ergänzen uns auch ganz gut in vielen Themenfeldern. Bei uns ist ja der Schwerpunkt dann doch die Technik. Und da haben wir eben dann gut ergänzende Themenfelder eben an der Katholischen Universität. Ganz konkret arbeiten wir ja auch jetzt an dem ganz großen Projekt Mensch in Bewegung, wo es ja auch um Transfer in die Gesellschaft geht, glaube ich, recht erfolgreich zusammen. Und das lässt sich natürlich genauso auch übertragen auf andere Forschungsprojekte, auf Industrieprojekte. Ich glaube, das ist kein Thema, kein Problem. Das wunderbar, sehr schön. So, jetzt wollen wir natürlich hören, welche Praxisbeispiele gibt es. Von Ihnen hören wir ja gleich noch eins ganz konkret. Deshalb meine Frage an Herrn Hochgräfe. Ein gutes Beispiel einer tollen Kooperation der KU mit einem Unternehmen hier in der Region oder auch andernorts. Sind wir ganz neugierig. Ja, sehr gerne. Also es gibt eine Fülle von Beispielen, sprengt natürlich jetzt den Abend, versuche eine Auswahl zu machen. Wir hatten ja eben zum Beispiel die Frage, wie sieht es aus mit Patenten? Da bin ich zum Beispiel sehr dankbar, dass wir jüngst, das ist bei uns nicht das Tagesgeschäft, aber jüngst einen Fall für ein Patent hatten, wo ein junger Kollege an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät hier in Ingolstadt ein Patent jetzt hält für einen Algorithmus, der besondere Packsysteme in Mikrologistik entwickeln konnte. Und das konnte nur entstehen, weil es eine enge Kooperation mit einem Unternehmen, hier in dem Fall leider in München gab, weil der Kollege aus München kommt, aber sicherlich übertragbar. Wir haben sehr Kooperation Continental ist heute da mit Conti hier am Ort, dass wir verschiedene Ideen in der Dienstleistungsforschung uns anschauen, aber auch Überlegungen haben, wie kann man auch interne Innovationen schaffen in Bezug auf die Arbeitsplatzgestaltung von morgen. Also das sind Themen, über die man ja auch nachdenken muss, weil häufig muss es ja auch darum gehen, vielleicht kann ich Entwicklungsprozesse effizienter oder auch effektiver gestalten und auch das sind Innovationen. Wir denken häufig ja immer nur an Innovationen, die eine Maschine oder ein klares Produkt am Ende im Fokus haben. Aber denken wir über Prozesse und Prozessinnovationen, Arbeitsschritte nach, auch das sind ganz wesentliche Innovationstreiber, in denen wir eng mit Unternehmen in der Region arbeiten. Ein anderes Beispiel ist bei uns HIP als Unternehmen, mit denen wir sehr stark in einem CSR-Bereich zusammenarbeiten. Also auch hier sind die Kooperationen vielfältig und eben lang gewachsen über die Vergangenheit, über die vergangenen Jahre.